Herzlich willkommen, mein Name ist Marius Ebert und heute geht es um den Rentenbarwertfaktor. Und bei diesen ganzen sogenannten Zinsfaktoren ist extrem wichtig zu wissen, wann wir welchen Faktor anwenden. Rentenbarwertfaktor. Wann wir welchen Faktor anwenden müssen. Es ist also weniger wichtig, die Formel auswendig zu wissen, weil man sie meistens angegeben bekommt. Aber wann welche Formel zum Einsatz kommt, das ist extrem wichtig. Und jetzt haben wir einen Riesenvorteil, weil nämlich der Begriff Rentenbarwertfaktor im Grunde schon alles verrät. Eine Rente ist nämlich eine Reihe gleich großer, das ist wichtig, gleich großer Zahlungen. Das bedeutet in der Investitionsrechnung eine Rente, also 1000, 1000, 1000, 1000, 1000. Ja, jedes Jahr oder jeden Monat 1000 Euro. 1000 Euro immer gleich groß, eine Reihe gleich großer Zahlungen, das nennen wir Rente. Und der Begriff Barwert weist hin, einfach schon vom Begriff her, auf heute. Und damit haben wir die Frage, nämlich was ist eine Reihe gleich großer Zahlungen heute wert? Heute wert, und wir können noch in Klammern dahinter schreiben, in einem Betrag, umgerechnet in einen Betrag heute wert. Das ist die Fragestellung, die der Rentenbarwertfaktor beantwortet. Also stellen wir uns vor, wir haben eine Reihe gleich großer Zahlungen. Nehmen wir ruhig die 1000. Ja, das ist hier T0, das ist heute. Das ist T1, T2, T3, T4, also über vier Perioden, jeweils 1000 Euro. Dann haben wir hier unten eine Rente stehen, eine Reihe gleich großer Zahlungen. Und wenn wir nun diese vier Zahlungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten umrechnen in einen einzigen Betrag. Ja, ein einziger Betrag heute, dann setzen wir den Rentenbarwertfaktor ein. Das heißt, das Bild ist, mach es nochmal, wir haben hier T0, T1, T2, T3 und von mir aus noch T4 und wir haben hier gleich große Beträge, nehmen wir wieder 1000 Euro. Das Bild ist also, dass wir diese vier Einzelbeträge in einen etwas größeren Einzelbetrag umwandeln und die Richtung der Pfeile von rechts nach links geht. Das heißt, zukünftige Zahlungen werden in einen Betrag, ein einziger Betrag, einen einzigen Gegenwartsbetrag umgerechnet. Das ist der Rentenbarwertfaktor. Vielleicht noch kurz die Formel. Der Rentenbarwertfaktor RBW Rentenbarwertfaktor lautet Q hoch n minus 1 durch I mal Q hoch n. Ein Rechenbeispiel dazu gibt es im nächsten Video. Dankeschön. Mein Name ist Marius Ebert. Ausführliche Videos, Videocoaching zur Betriebswirtschaftslehre im spaßlerndenk-shop.de. Dankeschön.